Die Höhle von Lascaux im Departement Dordogne in Frankreich wurde einstmals als die Sixtinische Kapelle der Frühzeit bezeichnet. Hunderte Wiesente, Antilopen, Hirsche wurden so an die Höhlendecke gemalt, dass die Formgebung der Felsen den Figuren Plastizität verleiht. Neueste Datierungen gehen zurück bis auf 36.000 bis 19.000 vor Christus. Die Tiere sind übereinander gemalt. Manches offenbart erst das Schwarzlicht. Offensichtlich wurden die Gemälde auch geritzt und rituell genutzt. Seit 1979 gehört die Höhlenkunst zum Weltkulturerbe. Sie ist ein Ausdruck der schamanischen Denkweise unserer Ahnen. Besonders beachtenswert ist der Schamane von Lascaux. In einem tiefen Schacht in der Höhle von Lascaux gibt es eine erstaunliche Szene, die etwa um 15.000 vor Christus an die Höhlenwand gemalt wurde. Ein Mann mit erregiertem Phallus und einem Vogelkopf scheint gerade in Trance zu fallen. Unter ihm ein Stab mit einem Vogel, dem klassischen Symbol für den Seelenflug. Vor ihm ein offenbar verletzter Bison. Im Schamanismus der nordsibirischen Jakuten gibt es Praktiken, die der Darstellung der Höhlenmalerei ähneln. Geschnitzte Vögel auf Stangen sind Symbole und Sitze der schamanischen Hilfsgeister. Nachdem der Schamane in Trance gefallen ist, wird ein Rind geopfert. Die Seele des Opfertiers bringt der Schamane in die obere Welt. Diese Praxis scheint frappierend der Darstellung in Lascaux zu ähneln. So erleben wir, dass der Schamanismus einst und heute gar nicht so verschieden ist.